Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Sky Block 3. Ja, beim letzten Mal haben wir, ich glaube, an dieser einen Quest noch gearbeitet, an dieser hier, an der Basic Automation. Jetzt sind noch 32 Firewood offen. Die wollen wir natürlich heute abschließen. Ich habe auch schon mal ein paar vorbereitet, dass ich nicht mehr alles machen muss. Vor allem, weil ich erstmal rausfinden musste, was ich alles zu tun habe. Ich hoffe, dass wir jetzt alles da haben und dass wir das dann auch, das kann ich ja total vergessen. Das war so. Oh, 14 Stück, ich habe sogar noch welche einstecken gehabt. Gut. Weil das heißt dann nämlich, wenn wir das dann nämlich schaffen, dann, wären wir ja schon ziemlich weit. So, Firewood ist einfach nur Planks. Das ist Lava Wood, nicht Firewood. Lava Wood habe ich erst gemacht, genau. So, das war aber hier drin, das Holz. Ich habe 17 Stück davon noch. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Jawohl. Und ich kann mal gleich nochmal einen Blaze Powder Block. Oder am besten gleich zwei. Hier reinfeuern. Dass wir dann auch noch genügend Lava haben. Falls ich doch noch mehr brauche. So, das ist das Richtige. Ja, Lava Wood. So, ein Lava Wood muss ich ja dann sozusagen nochmal vercraften. Ja, weil ich brauche ja Firewood. Genau, ich brauche dann Blaze Powder. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, warum, dass ich da so viele reingelegt habe. Weil ich die eigentlich hätte gebraucht. Oh! Na, ist auch egal. Machen wir uns halt nochmal welche. Dafür brauche ich Gunpowder. Ah, sehen wir mal. 64. Brauche ich doch nichts machen. Habe ich schon. Alles gut. So, wie viel haben wir noch drin? 700 Millibuckets. Ich hoffe halt, dass dann so kleine Automationen dazu kommen. Aber jetzt werden wir sehen, was alles freigeschalten wird oder auch nicht. So, 200, 24 Hammer, 25. Das heißt, ich könnte sogar mit dem nächsten Eimer meine 32 Stück schaffen. Oh, heißt dann aber auch für mich, ich muss dann heute auf jeden Fall viel an der Plattform machen. Ich muss auch dieses Feld, was hier steht, zum Beispiel dann mit erweitern. Ich muss mir überlegen, wo ich dann was hinbaue. Das wird auf jeden Fall spannend. Oh, nee. Aber das könnte sein, dass ich genau die richtige Anzahl rein habe. Jetzt sind es nochmal 950. Ich brauche jetzt noch zwei. 700. Super. Alles toll. Alles toll. Hoff mal. So. Davon 32, davon 64. Und ich habe meine Firewood. Und klingeling. Und detected. Und claim. Und ich habe eine neue Trophy. Yippie. Ich habe was Neues angelockt. Schmeißen wir die erstmal da rein. So, steht jetzt auch irgendwas da? Nein. Aber wir können jetzt mal gucken. Kolossal Chest Wall. Brauche ich 64 Stück, um was anzulocken. Und, oh, Ribbone Catalyzing Gland.
Zombie Heart, Sugar Canes und Netherboard. Okay, Netherboard und Sugar Canes, lachhaft. Aber die Rib Bones, das könnte, das heißt, ich muss auf jeden Fall dann mir eigentlich dann mal einen Zombie Tower bauen. Was ich noch gucken wollte, gibt's hier eigentlich mittlerweile einen Fan? Okay, ich weiß es nicht, ob, also früher war es ja Open Blocks, der diesen Fan hatte. Oh Gott. So. Davon brauche ich dann massig. Das heißt, ich brauche eine voll, ich brauche eine automatische Zombie-Farm. Das muss ich dann so aufbauen, dass die sozusagen in meiner oberen Ebene angeht und irgendwo dann, oder ich mache einen Tower. Ja, müssen wir gucken. Oder ich baue es unten. Alles gucken, alles gucken. So, aber ich brauche jetzt erstmal von Lootbags was. Und zwar diesen Back Storage. Dafür brauche ich Stone. Ich brauche zwei Eisen und ich brauche eine Kiste. Zwei Stück habe ich schon mal hier. Habe ich hier noch was drin? Nein. Okay, dann hätte ich gesagt, 8 Stück reinschmeißen. Dann habe ich Eisen. Eisen habe ich schon mal da. Und dann brauche ich noch eine Kiste. Das dürfte auch kein Problem sein. Dann habe ich hier die Kiste, die zwei Eisen. Dann habe ich hier und hier. Lustig ist, dass er die Kiste nicht sieht. Naja. Und noch, komm. Den letzten Stein. So, und jetzt habe ich eine Back Storage Box. Die würden mir jetzt auf jeden Fall schon mal wieder das Leben erleichtern. So, und jetzt heißt es nämlich, alle Sachen, die nicht geöffnet waren, kann ich einfach hier reinballern. Ja, und man sieht schön, wie hier sozusagen das Storage nach oben geht. Das heißt, ich kann mir jetzt dann hier halt aussuchen, was ich für ein Back haben will. Und dann kann ich mir einfach rausziehen. Also ich könnte mir jetzt 2095 Lootbags der Klasse 1 rausziehen. Richtig geil. Richtig schön. Ja. Gefällt mir. So, aber ich wollte jetzt mal gucken. Und zwar gibt es jetzt einen Hopper. Und vor allem gibt es jetzt auch ein Rezept dafür. Ja, es gibt endlich ein Hopper-Rezept. Das ist doch schon mal schön. Das bringt uns schon mal weiter. Da baue ich jetzt gleich mal ein. Das heißt, ich brauche 5 Stück. Die Kiste habe ich sowieso. So, dann habe ich jetzt den Hopper. So, und jetzt muss ich schauen, ob das hier mit drin ist. Da ist er. Hopping Bonsai Pot. Jawohl. Ja, das heißt jetzt für mich, ich gehe jetzt hin und schlag den ab. Dann reiße ich den ab. So, nimm dich und dich drunter und hab dann einen Hopping Bonsai Pot. Okay, den Hopping Bonsai Pot packe ich jetzt auf diese Kiste drauf. Packe ich dahin und setze mal den Dschungel drauf.
So, und jetzt sieht man, aber ich kann gleich mal gucken, weil es müsste ja ein paar neue Rezepte aufgegangen sein. Ah, genau, der Bonsai-Pot war sogar hier dabei. Ja, und ich habe hier auch die Wooden Spikes. Das ist das, was ich dann brauche. Und Playing with Vectors. Vector Plate. So, und man hat's gesehen, ne? Der Baum ist sofort wieder verschwunden. Sozusagen, es wurde ab in die Kiste gegriffen. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Das ist das, was ich wollte. Das heißt, der kann jetzt die ganze Zeit arbeiten. Und je mehr Eisen, das ich halt habe, umso mehr packe ich dann da irgendwann, kann ich dann diese Bäume auf reinpacken, dass ich dann immer wieder, ja, Sachen von da rauskriege. Optimal. Optimal. Besser geht nicht. So, ich habe schon gelesen, in dem Pack hier reicht's wie bei Regrowth ein 2x2 Feld. Das ist gut zu wissen. Zum Züchten. Das ist gut, aber wie gesagt, kommt dann erst ja, dahin, wenn ich's weiß, wo. Genau, das kommt dahin, wenn ich weiß, wohin. Super. Super Aussage, oder? So, ich kann das jetzt schon mal rausrupfen. Das passt. Genau, dann haben wir jetzt ja hier die Ebene, wo das Kabel reinkommt. Da wäre ich runtergefallen. Mal wieder. Ach so, nee. Ich wollte das Treppenhaus insgesamt ein bisschen umbauen, ne? Oder wollte ich das so lassen? Ich weiß es nicht mehr. Okay, Architecture, weiß ich nicht, ob es noch gibt. Okay, Carpenter gibt es ja noch, ne? Haben wir gesagt. Ach nee, die heißen jetzt anders. Der heißt jetzt anders. Der heißt jetzt Framed Stairs. Heißt jetzt Framed Stairs. So, machen wir mal da 6 Stück, da 6 Stück. Und weg. Wir haben Treppe. Ich habe ja eigentlich genügend Platz, ne? Warum muss ich das Treppenhaus auf 1 mm bauen? Man weiß es nicht, man weiß es nicht, was ich davor habe, ne? Ach so, mein Problem ist, glaube ich, ne? 1, 2, 1, 2, ne. 1, 2, 3. So, das habe ich ja dann hier auch. Das ist ja dann 1, 2, 3. Dann habe ich jetzt schon mal das. Habe ich keine Schüssel? Oder ist die Sch Ach so, die Schüssel wird schon kaputt sein, ne? Die geht ja hier schneller kaputt, als ich gucken kann. Vergesse ich jedes Mal. Okay, das heißt, ich brauche nochmal ein Eisen. War das so? Sehr schön. Dann brauche ich den hier.
Einfach gesagt, wunderbar. Passt. So, da ist eigentlich die der Anfang, ne, von der Insel. Nein, eigentlich ist der Anfang von der Insel da hinten. Ich habe nur schon verlagert, weil da hinten ist ja das auch das Bedrock unten drunter. Eigentlich ist ja sozusagen hier drin die Mitte. Genau hier. Eigentlich müsste ich ja sozusagen das hier wegräumen und hier die Treppe hinbauen. Aber ich habe mich ein bisschen nach vorne verlagert. So, das heißt jetzt 1, 2, 3. Ja, kann ich nicht machen, weil da ist was im Weg. Ganz normaler Plank. Und tschüss. Ist der witzig oder was? So, machen wir mal da draus. Erst einmal die Small Tiles. Nee. Small Tiles war falsch. Small Bricks. Das war richtig. Okay. Dann habe ich das. Dann ist das hier nämlich auch falsch. Was haben wir hier drunter? Da haben wir noch Eisen drin. Machen wir mal die Kiste auch weg. Wie gesagt, jetzt kommt mal endlich ein bisschen der Umbau, was ich die ganze Zeit angekündigt habe. Jetzt fange ich damit an, weil es, wie gesagt, es bringt mir uns nichts, wenn ich die ganze Zeit, ne, über irgendwelche Maschinen drüber fall. Ne, wenn, ist ja blöd. Super, der Eimer. So, die andere Frage ist, kann ich mir noch einen Tank bauen? Einen anderen Tank als Hinder. IC2. Bluttank Tier 1. Blood Rune. Basic Fluid Tank. Nein, nicht. Also, Mechanism kann ich noch nicht machen. Gibt es da eigentlich überhaupt keine Alternativen? Ich habe einen Rain Tank, den könnte ich sogar mittlerweile bauen. Ein Ender Tank, Obsidian, einen Eimer, White Wolle, okay, dann brauche ich Blaze Rods, das heißt, ich muss dann auch im Nether das Aufbauen anfangen. Aber ich bin nicht schon witzig. Can. Can be installed in gas turbine control advanced generators. Nee, das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte jetzt eigentlich sozusagen einen kleinen Tank bauen, wo ich dann sagen kann, okay, ich kann jetzt dann das Zeug da, was da drin ist, da reinmachen. Das heißt für mich, ich muss jetzt irgendwo erstmal mir einen kleinen See aufschütten. Wo ich den Scheiß reinfüllen kann. Ohne dass er mich nervt. Das Lustige ist, wieso kriege ich jetzt da zwei Eimer raus? Ist egal. Hauptsache, wir haben's. Oh.
heißt das jetzt erstmal alles hier, was da drin ist, weg. Alles, was hier ist, weg. Okay, das ist jetzt alles da drin. Auch hier entlang. Das muss auch noch raus. Ich weiß halt gar nicht, ob er ein Elevator oder sowas drin ist. Elevator Cell von Pneumati. Und wie gesagt, ob Open Blocks oder was auch immer da drin ist, ob das jetzt schon aufgedeckt ist oder nicht, keine Ahnung. Finden wir alles raus. Wir haben ja Zeit. Also ich habe auf jeden Fall Zeit. Ich muss das jetzt nicht in 3 Tagen durchzocken. Da es für mich auch ein LP ist und ich jetzt, wie gesagt, das meiste mit euch zusammen mache, ja, dann dauert es halt ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Wir haben alle Spaß. Ihr beim Verzweifeln, ich beim Basteln. Ein Hühnchen. So. Das lassen wir mal da. Das lassen wir auch da. Das auch. Okay, Torch, das sollte ich vielleicht auch hier lassen. Oh, haben wir schon mal das Treppenhaus auf jeden Fall. Schon mal in einem einigermaßen rauchbaren Zustand. Oh. Bin auch witzig. Kann ich doch bitte schön aus dem da rausnehmen. Und dann kann der gleich wieder nachproduzieren. Ne? Okay, ich sollte vielleicht nicht alles aus einem Material machen. Fällt mir gerade so auf. So. Ach so, scheiße. Stimmt ja. Ja. Das muss auch noch weg. Der ist ja falsch. Der muss ja tiefer werden. Das ist halt die Frage, ne? Soll ich das insgesamt noch beenden? Eigentlich müsste es jetzt heißen. Das reicht. Es wird auf jeden Fall dann witzig, wenn ich dann mal wieder seit etlichen Jahren so einen Monster Tower bauen muss. Weil der muss ja, wie gesagt, 25 Blöcke dann hoch sein, dass da auf jeden Fall immer was spawnt. Sollte dann auch so sein, dass die immer runterfallen. Das wird witzig. Das wird witzig. Ich habe da keine Ahnung mehr, aber kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Kommt Zeit, kommt Rat. Ja, Zeit kann Rat, ich weiß. Aber die Zeit nehmen wir uns. Dann kommt auch das Wissen.
Und ich weiß, ich wiederhole mich gerade. So, dann gehen wir mal nach oben und schauen mal, ob wir ein Builder's Wand da haben. Wenn nein, dann baue ich mir einen. Dumm, die dumm. Man keine Lust mehr hat zu laufen. So, Diamant. Ich brauche einen Diamant. Haben wir die Diamond. Jetzt nicht mehr dirty. Sneaken. Oh. Oh. Ja, jetzt brauche ich meine Tasten wieder. Controls. Das ist der Builder's Wand. Home und End. Achso. Ich hätte gesagt, ich mach's mal so, ne? Dass es auch einen Sinn macht. Dann heißt es jetzt, ich muss ja die drei auch noch abbauen. Da muss ja schönerer Stein hin. Wir wollen ja keine hässlichen Bricks hier, Bricks Cobblestones hier haben. Das soll ja schon bitteschön der dahin, ne? So, haben wir. Dann haben wir hier auch, ja. Eine Treppe. Und dann heißt es ja. Dass das ja auch falsch ist. Somit habe ich ja jetzt dann auch diese zwei frei, ne? Muss dann auch noch weg. Jetzt brauche ich nochmal Carpenters. Sechs, danke schön. Ich brauche vier. Ich brauche nämlich nochmal vier Treppen. Habe ich 8, das müsste reichen. So, das haben wir. Oh, okay, aber die reichen leider nicht. Da brauche ich noch mal welche. Ja, aber schaut, finde ich, gut aus. So, Block Craftery. So, schauen wir mal. Jawohl, 23 Sticks hat er schon wieder. Doch super. So, das war so, ne? Ja, machen wir alle. 16 Stück.